Da sind wir wieder in Quelis und in Mara und wir machen ein paar Quests fertig. Wir gehen zu Avan und bringen ihm sein Mehl. Dann können wir so ein Wasser auch noch mitnehmen, damit wir da Eis machen können. Tick, 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 tick. Mit dem Hundi ein Äpfelchen, bitteschön. Hallo, ich habe das Mehl dabei. Lass bitte Bram endlich in Ruhe. Nein, hör mir zu. Du lässt ab jetzt Mayo in Ruhe. Sie stiehlt meine Rezepte. Sie ist nur neugierig. Ich wünschte, du würdest dein Restaurant endlich dicht machen. So viele Verstöße gegen Hygienevorschriften. Hier sind Ankare und Katzenhaare in jeder Ecke. Ich hoffe, deine lächerliche Strandhäute wird von der nächsten Flut weggespült. Das würde dir wohl gefallen, Auf Wiedersehen, der Herr. Auf Nimmerwiedersehen, hoffe ich. Das war heftig. Was war das denn? Sie haben Bram und mich beim Reden erwischt. Und beide wurden furchtbar wütend. Du meine Güte, warum? Sie verstehen sich nicht besonders gut. Das haben sie noch nie. Keine Ahnung warum. Für mich sind sie einfach zwei alte Männer. Ja, das sind sie. Hey, hier ist das Mehl. Ah, perfekt. Gerade rechtzeitig, um Taka zu zeigen, wer die beste Fajitas auf Quelis zubereitet. Danke, Koa. Hier hast du die Blaupause für einen Angststall. Großartig. Ich werde die Materialien sammeln und dann habe ich endlich meinen eigenen Schafstall. Okay, ich brauche anscheinend Butter für den Schafstall. Danke, dass du mir den Gefallen getan hast. Top. So, was brauchen wir für den Stall? Irgendwo konnte ich das doch hier gucken. Bin ich jetzt schon wieder verwirrt hier? Ich bin wohl verwirrt. Hä, konnte ich das nicht vorhin gucken, was ich für welches Gebäude brauche? Naja. Ich muss den Schafstall auf jeden Fall als nächstes bauen. Mehr kann ich hier eh nicht tun. Also düsen wir wieder zurück im Sauseschritt. Was hast du eigentlich zu verkaufen? Du hast Taucherbrillen, davon nehmen wir mal drei mit. Das ist wahrscheinlich zu viel. Zwei mit. Und hier können wir Raupen verkaufen. Baumwolle wollen wir. Die brauchen wir eigentlich, um selber Fäden mal wieder zu machen. Ah, ich habe eine Paella nach Noosart, aber ich muss eine Paella nach. Hä? Ich muss noch eine nach meiner Art machen. Still raining. So, hallo, bauen. Da. Zwei Seile, vier Bretter. Zitronen. So, Bretter. Seile, Faden. Sehr gut. Dann hole ich nochmal die Orangen wieder ab. Ich weiß nicht, ob ich die kleinen Bäume weghauen sollte, weil die vielleicht nicht so effektiv sind. Keine Ahnung. Hängt ja trotzdem ab und zu was. Hängen auch zwei dran.
Ist, glaube ich, einfach nur eine Anzeigesache. Apfelbäume werfen aber auch selten was ab. So, hier haben wir alles gesammelt. Dann brauchen wir unseren Schafstall. Damit das arme Schaf endlich an Land kann. Ah, zwei Bretter zu wenig. Pilze. Akzeptieren. Okay, die werden mit Weizen gefüttert dann wahrscheinlich. Keine Schläfchen, Bär, nicht, sie antworten mir nicht. Ich sollte Dunna hiervon erzählen. Das machen wir. Okay, hier kriege ich Milch. Wo ist das Schaf? Hä, wieso bist du jetzt schwarz? Du warst doch gerade noch weiß. Ach ja, naja, die ist uns natürlich egal, welche Farbe das Schaf hat. Verwunderlich war es trotzdem. Achso, gibt es auch dann Schokomilch. So funktioniert das doch, oder? So, wir fahren wieder in den Süden. Gute Laune, Musik. Finden wir jetzt auch vielleicht hier Schafe einfach auf See? Wahrscheinlich nicht, oder? Das wird bestimmt wieder ein Hähnchen sein, oder? Tatsächlich. Einfach so ein Schaf gefunden. Nice. Und da sind wir wieder am schwarzen Vulkan. Ich habe den Stall schon fertig. Die Schafe sind wirklich sehr entspannt. Das freut mich zu hören. Können wir jetzt über die Elites und ihre Pläne reden? Ja, natürlich. Aber sag mir zuerst eins. Kehrst du jede Nacht zum Schlafen nach Hause zurück? Naja, manchmal muss ich im Freien schlafen. Natürlich. Und wo schläfst du dann? Unter freiem Himmel natürlich. Ich kann dann all die Sterne sehen. Das ist wunderschön. Ah, so kannst du doch nicht schlafen. Wenn du dich nicht richtig erholst, wie willst du dich dann den Elites stellen? Was du brauchst, erzählt. Das wird dir helfen, dich besser auszuruhen, auch wenn du nicht zu Hause bist. Mir macht das aber auch nichts aus. Wir wollten noch über die Elites reden. Die Elites sind jetzt nicht wichtig. Wenn du Hakes Enkelin bist, ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es dir gut geht. Du hast Glück. Ich weiß, wie man ein Zelt anfertigt. Aber ich bin keine Abenteurerin und du wirst auch einen Schlafsack brauchen, aber nur Abenteurer wissen, wie man einen Schlafsack herstellt. Ich kenne einen Abenteurer. Und so das Katzenkind. Ich bin sicher, du würdest ihn mögen. Sehr gut. Rede mit ihm, er verrät dir bestimmt, wie man einen Schlafsack herstellt. Reden wird danach endlich über die Elites. Ja. Das hast du letztes Mal auch schon gesagt. Ich schwöre bei der Seele des Maler von Mara. Okay, was zum... ich dachte, wir können schon ein Schlafsack herstellen. Können wir nicht? Anscheinend können wir das nicht. Den,
Also fahren wir wieder ganz nach oben. Okay, nicht ganz nach oben. Aber zumindest zu Hause wieder vorbei, können das Schaf abliefern. Und für das Zelt brauchen wir bestimmt wieder Stoff, das heißt, wir müssen eigentlich mehr Baumwolle anbauen. Es ist auch schon wieder 18 Uhr. Schaf Nummer 2 ist am Start. Ja doch, der Katzenhaini steht da eigentlich immer. Dann können wir da auch noch hinfahren. Hier ist es wieder heller. So. Onzi, hast du ganz zufällig einen Schlafsack, bitte und danke. Ich bin Experte für Schlafsäcke. Ich kann dir zeigen, wie man einen Schlafsack näht, der so gemütlich ist wie ein Katzenbett. Du bist ein echter Freund und immer eine große Hilfe. Abenteurer müssen einander immer helfen. Gibt es viele abenteuerlustige Katzenkinder? Leider nein. Man trifft sie nur selten. Es gibt nur sehr wenige unserer Art. Vor dir steht also ein Unikat. Alle meine Vorfahren waren Abenteurer. Mein Weg war mir also schon vorgezeichnet. Auch deine Eltern? Nun ja, ich habe keine Eltern. Wir Katzenkinder sind seltsame Kreaturen. Jedes von uns ist ein besonderes Exemplar. Du wirst keine zwei Katzenkinder antreffen, die einander gleichen. Das erklärt, warum Mayo so ist, wie sie ist. Uff, sie ist nicht gerade das Idealbeispiel für einen Vertreter unserer Rasse. Okay, kann ich Baumwolle direkt kaufen, aber ich will es lieber selber anbauen. Ah, hat sie gar nicht. Okay, ich kann die Baumwolle echt nur direkt kaufen. Ist uncool. Will ich nicht. Da krieg ich Baumwollsamen her. Und zurück. Es ist auch... Wait, ich fahre in die richtige Richtung? Doch, fahre ich. Es ist natürlich jetzt auch Schwachsinn, wenn ich ein Zelt und Schlafsack auf meine Insel setze, aber... ist eigentlich auch egal. Füttern wir mal das zweite Schaf. Okay, die kann man mehrmals am Tag füttern. Kann ich dich direkt zwei miteinander füttern? Okay. Wo kommst du denn her? Du warst vorher noch nicht auf der Insel. Bauen. Okay, ich stelle das anscheinend nur her, ich baue es nicht. Ja, ist okay, ich wollte doch nur...
Hätte ich gar nicht hinfahren müssen, wahrscheinlich was. Der Schlafsack braucht Stoff. Habe ich noch. Das Zelt braucht Stoff und Seil. Können wir aber beides definitiv nicht herstellen. Seil können wir schon mal machen. Dann haben wir nicht genug für den... Ärgerlich. Baumwolle haben wir auch nicht genug. Schlafen wir erstmal. Kann sein, dass wir anbauen und ein bisschen durchskippen müssen, um an unsere Baumwolle zu kommen. Aber wir haben Baumwolle angebaut. Die Zwiebeln sind fertig. Drei Tage. Wie sind die Zwiebeln schon fertig? Naja. Kurzer Tag. So. Warum kann ich das hier nicht? Ja, ich weiß warum. Ach, scheiße, jetzt habe ich das Wasser schon aufgenommen. So, dann machen wir das hier auch noch. Dann. Ich weiß noch nicht, was das bringt. Okay, es gibt zwei dann. Naja. Dann. Was können wir denn noch so kochen? Butter braucht Milch, okay. Schokolade können wir nicht machen. Eis können wir herstellen, auf jeden Fall. Zwei Stück. Nudeln können wir machen. Was ist denn hier mit so einem Spiegelei? Es braucht das Pflanzenöl. Reiskuchen. Schoko-Erdbeeren. Pilzsuppe. Das sieht doch gut aus. Aber die Pilze kaufen wir eigentlich meistens ja eh nur. So, wir können noch mal wässern. Und dann können wir auch schon ernten. Sehr schön. Ach. Ja, ist doch gut. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man die nicht rechtzeitig erntet und sie zu lange drin ist, aber ich glaube nichts. So, ist hier noch fertig? Oh, die Wassermelonen sind auch fertig. Schön, 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 schön. Dann können wir jetzt machen Faden. Ich habe es gerade eingefallen, dass wir auch die Baumwolle so brauchen. Wir müssen noch einen Faden machen. Shit, ich glaube, wir haben nicht mehr genug Baumwolle dann. Doch, können wir machen. Schön, schön, schön. Dann haben wir das auch gebaut. Pflanzenöl. Ach, da, das können wir Pflanzenöl machen. Okay, davon haben wir auch mehr als genug. Dann können wir doch noch ein bisschen Essen machen. Und zwar die Dinger hier. Die waren doch auch ganz cool. So, dann futtern wir mal was. Was haben wir denn Neues gemacht? Pizza. Ich glaube nicht, dass wir die jetzt essen werden. Die ist zu wertvoll.
Aber Bratkartoffeln gehen immer. So. Wir können nichts mehr anbauen. Wir können hier nochmal ein bisschen ernten. Dann werden wir die Schafe nochmal füttern. Das hätte ich da reingemogelt, ne? Saftsack. Da haben wir wieder 6. Ach, boah, das gibt direkt mehrere Eier. Krass. Können wir bestimmt auch irgendwo für einen guten Preis verkaufen. So, Schafe füttern und dann wieder runter in den Süden. Drei Milch war schon voll. Drei Milch gibt das. Fahren wir wieder. Diese kleinen grünen Bäume. Ich glaube nicht, dass die da eine Chance haben gegen die anderen Bäume irgendwie. Das sieht weird aus. Die wachsen auch ewig schon nicht. Zu nah dran vorbeifahren, wenn wir zu langsam. Und da sind wir wieder. Die Entfernung geht ja noch, aber wenn dann die äußere Karte noch ein größer wird, dann dauern die Fahrten schon echt lange. Dann wird es auch interessant mit dem Tank so langsam. Wahrscheinlich kann man den Tank aber, beziehungsweise muss man das Schiff wahrscheinlich sowieso wieder erstmal wieder upgraden. Und den Tank. Ne, ganz sicher nicht. Duna, wir müssen endlich herausfinden, was die Elite-Schilde führen. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Zuerst solltest du deine Werkzeuge noch einmal auf. Das ist so dumm. Das macht so gar keinen Sinn, so. Du weißt gar nichts, du weißt nichts über deine Großmutter, nichts über Mara. Geh also und verlasse diesen Ort und komm nicht wieder. Das ist besser so, Chor. Ich weiß genau, was andere über mich denken. Sie sehen eine Versagerin. Als ob ich nach dem Unfall in meiner Zeit in der Marine nutzlos geworden wäre. Und jetzt lass mich in Ruhe. Doch ich habe keine Ahnung, von welchem Unfall du redest. Aber ich bin hier, um dir zu helfen. Ich will deine Hilfe nicht. Ich brauche von niemandem Hilfe. Ich bin über 100 Jahre alt. Besonders du, Mädchen, solltest mich nicht wie ein Kind behandeln. Verschwinde endlich und komm bloß nicht zurück. Ich sollte mit Saimi reden. Das ist aber eine störrische Tante, ne? So, das heißt, wir müssen wieder ganz nach oben. Beziehungsweise können wir noch mal gucken, ob das Erz hier wieder da ist. Aber wir sehen es von hier aus nicht. Wollen wir nicht weiter gucken. Weil ja der Heini uns da gutes Geld für versprochen hat. Wow, 2 Münzen.
Vor allem nicht so nah dran. Jetzt sind wir wieder langsam. So, auf geht's zu Saimi. Das war nicht der beste Weg. Wie geht's bei dir voran? Nicht besonders gut, ehrlich gesagt. Duna ist keine einfache Person. Meine Großmutter war die Einzige, die mit ihr oder weniger lagert zu zähmen. Sie benimmt sich wie du. Genau, was kann ich dagegen tun? Geduld ist nicht immer das beste Mittel, wie Quid ist wie ihr. Duna mag wütend sein, aber sie ist immer noch eine Matrose, genau wie ich. Wenn es eines gibt, um das wir uns sorgen, dann ist das Mara. Ich habe über Funk gehört, dass der große Baum im Osten krank ist. Das Wasser, das die Elites verschmutzt haben, hat ihn für einen Schein krank gemacht. Das ist ein ganzer Baum, der mitten auf dem Meer wächst. Wir nennen ihn großen Oakwe. Du könntest dorthin fahren und einen Fisch fangen. Wenn es stimmt, dass der Baum krank ist, werden die Fische auch krank sein und du solltest nur einen Beweis dafür bringen. Es scheint wirklich weit weg zu sein. Ich glaube nicht, dass ich das mit einem Boot schaffe. Auf Heimweg liegt ein Tempel, wenn ein Boot vom Maler der Quellen angetrieben wird. Dann kannst du deinen Tank dort wieder auffüllen, du solltest es bis zum Baum schaffen. Okay, also zum Tempel fahren, meinen Tank auffüllen, es zum Baum schaffen und einen Fisch fangen. Verstanden. Okay, ist es noch. Dann entweder war ich da schon, weil ich ja eigentlich in jedem Gebiet war. Ah, das wurde jetzt freigeschaltet, hier die beiden, glaube ich. Und da ist der Tempel. Okay. Schon wieder festgehangen. Ich will mal gucken, ob der immer was anderes sagt oder das gleiche. Bötchen fahren. So, wie fahren wir jetzt am besten? Wir fahren am besten nach Osten, Osten, Süden. Schon wieder weg. Da ist es doch noch. Ich hatte auf noch ein Schaf gehofft. So, wieder nach Osten. Süden abbiegen. Und
Dann noch ein Stern. Ein Schweinchen, wir haben endlich ein Schweinchen. Grunz, Grunz, Schweine, Grunz. So, und dann sollen wir hier einmal auftanken. Hier waren wir halt ja auch schon überall. Dann geht's wieder weiter nach Süden. Und jetzt Süden war Quatsch. Egal. Kommen wir jetzt nach Osten, obwohl. Ne, hier waren wir ja schon, oder? Ne, das ist ein Fragezeichen. Dann gucken wir uns die Insel erst an. Schlummerwald. Was? Da ist ein Elite auf jeden Fall. So, was haben wir denn hier? Kriegen wir hier eine Ananas? Das ist ja nur Kupfer. Feuer, kein Feuer. Okay. Da hat irgendein Feuer gemacht, obwohl das nicht sollte, sonst ist diese Insel nicht so spannend. Hier haben wir nochmal Erze, aber das war's dann. Oh, das finde ich nicht so spannend. Vielleicht später nochmal relevant für irgendwas. Aber jetzt brauchen wir es nicht. Dann fahren wir nach Osten. Und hier ist der Baum. So, wenn hier der Baum ist, sollen wir hier jetzt einen Fisch angeln. Also hier können wir sogar tauchen. Teamwork makes the dream work. Genau, hier können wir tauchen. Wie war das nochmal? Ich glaube, ich muss nur loslassen, um wieder hochzugehen. Ist hier noch was? Sieht nicht so aus. Ne. Das waren wir dann nur in Anführungszeichen zwei Schatztruhen. Ach so, jetzt haben wir hier gleichzeitig das Aquila-Ding erledigt. Nice. Dann fahren wir noch zu dem Fishing-Punkt. Nein.
Wir haben keine Schnur. Was mit dir da hinten? Wer bist du? Aus dem Weg, Kleiner. Hey, sei vorsichtig. Wie kann jemand so klein ist, so ein Boot steuern? Ich bin nicht klein. Das gab meine Großmutter. Das war eine tolle Großmutter, lässt einfach ihre Enkelin allein. Was soll's, so lernst du es wenigstens etwas. Du brauchst niemanden anderen auf der Welt, nur dich selbst. Das stimmt nicht. Wenn du es sagst, Kleines, hör auf mich Kleines zu nennen. Ich heiße Koa. Schön, dich kennenzulernen, Koa. Ich heiße Erete, ich bin die schnellste Piratin in Mara. Und jetzt entschuldige mich bitte, aber ich muss weiter. Du tust, als ob das mehr nur dir gehört. Weil das der Wahrheit entspricht. Ich hoffe, unsere Wege werden sich nie wieder kreuzen. Leb wohl, kleines Mädchen. Das klingt so, als willst du in ein Rennen. Ein Rennen haben, aber ist anscheinend nicht. Kriegen wir jetzt zufällig eine Schnur aus einem dieser Fässer? Fürchte nicht. Können wir irgendwo... Gut, wir fahren nach Norden. Da ist noch ein Gebiet, was wir nicht kennen. Okay, Madame möchte schlafen. Dann schläft Madame halt, wenn sie es selber so entscheidet. Also mit Nullo schläft sie automatisch. Verlassene Station. Oh. Das ist, wenn du dich mit der Popos Familie anlegst. Genau. Mal da rein, mal da drauf. Das ist ein Anlegepunkt. Das ist aber Symbole in Leeds, das ist recht hübsch. Da komme ich nicht hoch, aber hier außen. Wenn ich hier außen drauf gehe, könnte ich da hoch, oder? Frage, will ich das? Hier gibt es auch was zum Tauchen. Das machen wir als erstes. Was war das? Zwei Paddel? Habe ich nicht erkannt, was das war. Gut, das war's. Ja, schade. Jetzt sind wir den ganzen Weg gefahren und haben keine Angelschnur. Darf ich auch gar nicht vom Bord gehen? Ach so, weil es offenes Dings war. Fahren wir einmal rum, ob wir irgendwie da drauf können. Das sieht ja schon ein bisschen nach Jumping Puzzle aus. Und es gibt auch nur den einen Arm, auf dem wir können. Obwohl, wir können auf den vielleicht auch. Mit dem kommen wir da nämlich nicht rüber gesprungen, glaube ich. Okay, hier dürfen wir nicht aussteigen. Dann dürfen wir das da drüben bestimmt auch nicht. Das ist noch super weit weg von dem Fragezeichen. Sieht schon so ein bisschen so aus, als wenn man hier hochspringen könnte. Gut, es geht nicht. Und wir haben immer noch keine Schnur. Dementsprechend können wir nicht zurück zum Baum. War ein bisschen ärgerlich. Das
die Strecke doppelt fahren müssen. Können wir da auf der Insel was machen? Ich weiß gar nicht, ob wir... Nee, aber dann müssen wir auf die... Irgendwo an der Werkbank, um einen Seil zu, um eine Faden zu machen. Das ist die Insel mit dem Tempel, ja. War hier nicht auch immer der Blue irgendwo? Der vielleicht einen Faden? Das gucken wir noch sonst. Lassen wir es gut sein. Ja, da hinten ist er. Und müssen erstmal wieder ganz zurück, leider. Natürlich nicht. Das heißt, wir müssen leider irgendwohin zurück, wo wir eine Angelschnur bauen können. Das ist da das kürzeste. Wir sind 2 entfernt von unserem Heimatinsel, da können wir das Schwein auch wegbringen. Die Sau. Was geben die denn dann, wenn man die füttert? Die anderen haben ja irgendwie sinnige Sachen gegeben, die man braucht. Einen Schlafsack gefunden. Stimmt, einen Huhn hatten wir auch noch mal gefunden. So, dann müssen wir unbedingt Schnüre machen. Ich weiß gar nicht, ob wir noch Baumwolle haben. Oh nein, daneben gesprungen. So, wir gehen das Schweinchen kurz besuchen. Karotten frisst du. Wenn du die gefressen hast, kriegen wir... Scheiße? Also Dünger wahrscheinlich. Bock, 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 bock. Ah, nice. Der Baum ist auch gerade fertig. Hä? Da hat ein Huhn rum. Ja, ist ja gut. Irgendwas? Ne, haben wir nix. Dann Werkstatt. Das Faden. 3 Stück. So. Walnussschwimmer. Machen wir auch mal. So. Jetzt könnten wir wieder zurück, aber die Folge ist auch schon ganz schön lange. Deswegen machen wir das nächste Mal, dass wir zu diesem Baum fahren. Reingehauen. Wir sehen uns nächste Woche.